Rund 200 belgische Pegida-Anhänger haben gestern in Antwerpen gegen eine Islamisierung des Abendlandes protestiert. Die Kundgebung war eigentlich verboten worden. Seit den islamistischen Anschlägen von Paris gilt auch in Belgien eine erhöhte Terrorwarnstufe. Die Polizei bewachte die Demo. Auch in Dresden und Leipzig fanden wieder Pegida- bzw. Legida-Kundgebungen statt. Rund 6000 Islamkritiker zogen in Dresden durch die Straßen. Im Anschluss versuchten einige Rechtsextreme, ein Protestlager von Flüchtlingen zu stürmen, was die Polizei verhinderte. In Leipzig attackierten Vermummte einige Legida-Teilnehmer und verletzten 5 von ihnen. Die Pegida-Bewegung hat sich seit einiger Zeit auch auf andere europäische Länder ausgeweitet. Vergangene Woche fand erstmals eine Pegida-Demo in England statt. Einige hundert Menschen nahmen an dem Protest in Newcastle teil.